Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Derail Valley. Ob diese Folge das Tageslicht erblicken wird, hängt davon ab, wann meine zwei Übernachtungsgäste jetzt wieder auftauchen von der Messe. Mir ist langweilig, ich dachte, komm, eine Folge nehme ich heute eben nochmal schnell auf. In der letzten Folge haben wir ein paar Traktoren entladen, einfach nur. Und dann bin ich wieder hier ins Stahlwerk. Einfach nur, um zu gucken, weil hole Stahlschienen, lade Stahlschienen in einen Zug und belade ihn zur Abfahrt vor. 102 Minuten. 4 Wagen. Werden dann die hier sein. Denke ich mal. Wir gucken einfach mal, warum das so lange dauern soll, weil normalerweise passen die Zeitangaben nie. 8 Seiten. Okay, das könnte tatsächlich zeitkritisch werden. Okay, steht hier eine Lok zufällig schon rum? Nein, dann müssen wir eine von hier hinten nehmen. Gucken wir mal, was hier rumsteht. Oh, da steht eine von den großen 9. Die habe ich aber noch nicht. Also steigen wir in die hier. Die DH4. Genau, die habe ich noch nicht. So, jetzt drehen wir die hier erstmal. Die Drehscheibe. Wir drehen die mal passend für mich. So, wundervoll. Gut. Handbremse lösen. So. Können wir nach vorwärts die Bremsen an mich heranziehen. Wundervoll. Dann geben wir ein bisschen Gas. So. So, im Uhrzeigersinn drehen. So. Wundervoll. Dann gehen wir wieder rein. Oh. Wenn man auf der steht, kann man sogar einfach so machen. Interessant. An mich heranziehen. Wundervoll. So, für... A4S. A3S und A5S. Das sind die B-Gleise. So. Wo stehen welche? In A3S. Das sind die beiden hier. Oder habe ich in 5S2? Nur der 428. Was hat der hier hinten? Oh ja. Oh je. Na dann, dann kommen, dann fahren wir erstmal den hier aus dem Weg. Lassen wir uns mal überraschen, ob das reicht. An sich müsste es reichen. Tut es auch. So. Dann rangieren wir nämlich erstmal den Wagen aus dem Weg. Guck mal. Die haben mir auch noch nicht auf WhatsApp geschrieben, wann sie da sind. Die wollten heute nämlich noch essen gehen. Einer meiner Cutter und sein Freund. Ja, in diesem Haushalt.
Nee, sag ich jetzt nicht. Das ist einfach nur dämlich, die Aussage. So, den nehmen wir jetzt von hier rüber und schieben ihn da mal hin. So. So, dann lösen wir die Handbremse. So, dann Richtungsränder nach vorne. So, dann ziehen wir den einmal 30 Meter vor. Schieben wir den hier auf das andere Gleis. So. Dann rückwärts. Dann lösen. Und dann schalten wir wieder auf. Huch. Okay, ja, das müssen wir jetzt, die müssen wir jetzt miteinander verbinden. So. Sind die alle miteinander verbunden? Ja. Und hier ist die Handbremse angezogen. Da ist sie gelöst, da ist sie gelöst, da ist sie gelöst, auch da gelöst und hier gelöst. So. Dann noch ein Stückchen weiter reindrücken. So. Oh, die Wagen rollen jetzt. So, Handbremse angelegt, wunderbar. Dann in die andere Richtung wieder raus. Und dann nehmen wir Wagen Nummer 1 mit. 5S. So. Richtungswender. So. Und Leistung aufschalten. Das ist 5S. So, und weiter zurück. Also meine Hoffnung ist, dass ich das in 30 Minuten hinbekomme. Okay, das wird ein sehr harter Stoß. Da war leider zu viel Leistung aufgeschaltet. Und ich habe die Bremse nicht gegriffen bekommen. So. Das kuppeln wir an. Das zurren wir fest. Zack, zack. Und einsteigen bitte.
Okay. So. Hier gerne schon umstellen. So. Und anhalten. So. Gucken wir mal. Was soll ich denn hier in 4S mitnehmen? Den 502 und den 425. 245. Das passt. Aber hier soll ich den 674 von. Also die beiden hier nehme ich mit. Okay. Schalten wir den Regler mal aus. Also darüber kann man auch viel machen. Das ist ja das Schöne. So. Und da möchte ich an das rechte Gleis erstmal ran. Genau. Ich nehme jetzt die zwei da weg, kuppel den falsch stehenden an, setze ihn auf das Gleis wieder, kuppel den anderen an und dann bin ich ready vor Beladung. Ja, darüber kann man bremsen. Das gibt es in Realität sogar auch. Das nennt sich dann Luftbremskopf. So. Dass man von hier oben kuppelt, dann eher weniger. Wenn man dann runterfällt, wenn man da oben steht, das könnte schon eher passieren. So, die Leitungen sind miteinander verbunden. Die Luftabspähne wirst du auch niemals vorher öffnen, weil sonst fliegen die dir ja durchs Gesicht und schlagen dir im Zweifel die Zähne aus. So. Muss ich gucken, dass hier bitte nirgendwo die Handbremse angelegt ist. Die ist gelöst. Die ist aber angelegt. So, Vorwärtsgang. Schön. Über die Weiche drüber. So, und drüber. Wunderbar. Da fahren wir nochmal einen Meter vor. Da stehe ich nämlich quasi noch minimal auf der Weichenzunge drauf. Und ich würde ungerne jetzt gleich mit einer Achse irgendwie entgleisen. Gehen wir nach vorne und bremsen wieder mit unserem imaginären Luftbremskopf. So.
Den Wagen setzen wir dann dahin. Und so. Den hängen wir da ein. So, den verbinden wir jetzt noch nicht mal mit der Luftleitung. Weil auch in Realität kann man eine bestimmte Anzahl Achsen bewegen, ohne sie an die Luft anzuschließen. Warte, ich habe hier den Absperren habe ich geöffnet. Das ist natürlich ungünstig. So. Jetzt kann ich den auch gleich wegziehen, den einen Wagen. Da, seht ihr, den kann ich auch wegziehen, ohne dass ich ihn an die Luft anschließe. Auch nach Regelwerk der Deutschen Bahn darf man eine bestimmte Anzahl an Wagen wegrangieren, ohne sie an die Druckluftbremse anzuschließen. So, rückwärts. So, 15 km/h. Und sobald der Wagen hier im Gleis drin ist, verwende ich den Luftbremskopf. Schön. Er rollt da jetzt auf. Schön. So kann man sich das Rangieren auch beschleunigen. Lass mich gleich mal überraschen, ob ich von D-Rail Valley Ärger bekomme, dass ich Schaden an dem Wagen verursacht habe. So. So. So, Rückwärtsgang einlegen, bisschen Leistung aufschalten und dann zur Weiche hin teleportieren. So, wunderschön. Einsteigen, Leistung aufschalten. So. Und ganz langsam. Okay. So, und da reinhängen. So. Zack. Und hier dann bitte auch noch einmal die Handbremse lösen. Jetzt kontrolliere ich einmal alle Wagennummern. BFF 674. 245 und 502 und 428. Gleis A7L. Wo ist A7L? Okay.
Das kennen wir, das Gleis. Das ist das da. So. Da gehen wir mal auf 30 hoch. Da müssen wir auf das Gleis hier. Unter dem Kohleturm durch. So. So. Und Richtungsränder rein. Fängt es an zu regnen? Ja. So. Und Vollbrandung rein. So, jetzt muss ich gucken, wo hier diese Beladigungsterminal wieder ist. Hier. So, beladen. Hier mal Stahlschienen aufgeladen. Wunderbar. So. Nach hinten ziehen. So, und in Gleis B40 abstellen. Aus den Stahlschienen drauf kommt die Lok nicht mehr mit klar. Dann ist der Zug ja auch deutlich schwerer. So. So. Oh, es fängt richtig an zu regnen. Jetzt will ich mal gucken, wie stark ich der Lok Schaden zugefügt habe. 3%. Heia. Heia. So. So, erster Wagen über die Weiche. Legen wir mal halb an. So. Und einmal nach B40. Also auf das Gleis. So, Rückwärtsgang lösen und aufschalten. Sand.
Alter, ist die schwach jetzt gerade. Holla, die Waldfee. Müssen wir gerade richtig mitspielen, um die Lok nicht zu überhitzen, aber auch auf Rangiergeschwindigkeit zu bringen. Das ist nur bei 4 Wagen. Ja, Sand aus. Die braucht den Sand definitiv gerade. Okay. So. Und Motor aus. Sand aus. Lochbremse anlegen. Wunderschön. Dann gehen wir jetzt hier rein und legen noch eine Handbremse an. So. Dann schließen wir die Absperrhähne. So. Wunderbar. Und dann gehen wir jetzt hier in den Laden rein, ins Bahnhofsbüro, geben den ab. Und dann gucken wir mal, wie gut wir uns geschlagen haben. 27 Minuten. Mhm. Wagenschaden. 5222. ...428 während des Auftrags. 52,2 Pfund. Okay, da war das... Auch schön. Manchmal verschwindet einfach eine Gebühr, ohne dass du weißt, warum. Aber gut, damit hätten wir die auch abgehakt, den Rangierauftrag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ja, ich würde sagen, bis dahin und bye bye!